Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute gibt es wieder Minecraft Tipps und Tricks. Und heute bauen wir ein Fischerhäuschen. Und ich habe nochmal hier so den Ausblick genossen. Und jetzt machen wir uns auch schon auf den Weg zu der Stelle, die ich ausgesucht habe für unseren Fischer. Ich denke nämlich, ein Fischer, der möchte auch, dass seine Fische anbeißen. Folglich baut ihr irgendwo, wo auch ein wenig Ruhe ist und nicht nur so, nicht nur Stadt- oder Dorflärm, sage ich jetzt mal. Und deswegen denke ich mir, würde ein Fischer hier hinten rausgehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir ihn hier unten hinbauen oder vielleicht hier drüben. Und ich denke hier an der Ecke, eigentlich wollte ich ihn hier hinbauen, aber ich habe mich gerade spontan umentschieden. Ich glaube hier an der Ecke, das könnte gut ausschauen, wenn der hier so einen Steg noch hat und da in diesem kleinen, hier in dem Bereich, wo die grünen Pflanzen sind, dann das Fischen anfängt. Wir müssen ihn natürlich dann vom Dorf her dann irgendwie noch einen Weg bauen, aber das hat jetzt nicht Priorität. Wir wollen jetzt einen Fischer bauen. Und das ganze Video, das ich jetzt mache, das sind, ist eigentlich, kommt so im Doppelpaket, weil heute bauen wir dem Fischer seine Hütte und ich denke, morgen wird der Fischer uns ein bisschen sein Handwerk erklären. Sprich, ich werde euch zeigen, wie man in Minecraft effizient fischt und beziehungsweise was es in Minecraft einfach alles zu wissen gibt zum Thema Fischen. So, ich habe jetzt mir überlegt, an welche Stelle ich das Fischerhäuschen stellen möchte und habe mir auch eine Größe zurecht gemacht. Und zwar haben wir innen drin 3x4 Blöcke, das ist immer so eine Standardgröße, sage ich mal. Und genau, wir haben dann hier eine Außenumrandung von 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 5 Blöcken. Genau, und dann bin ich hierher gegangen und habe hier außen von den Steinmauern, also Bruchsteinmauern, welche angebracht und bringe hier wieder welche an und hier vorne. Das ist ein bisschen zufällig, wie ich das mache und ich werde das jetzt dann hier im Wasser kombinieren mit Holz, denke ich, dass wir dann hier noch ein Stück vorgehen. Das schauen wir gleich. Also wir machen nämlich jetzt die Form, die als nächstes relevant ist. Das wird die Form unserer Veranda sein, die einmal um das ganze Gebäude rumgeht. Also nicht, stimmt gar nicht, nur über der Seite rum und vorne rum. Und die bauen wir jetzt einfach mal, die ist hier an der Stelle auf alle Fälle 3 breit. Da lassen wir uns vielleicht später nochmal was einfallen, aber jetzt erstmal sieht das so aus. Und dann mache ich natürlich hier so und so. Und hier möchte ich dann raufkommen, weil ich denke mal, unser Weg wird irgendwo hier runterkommen und wie auch immer. Auf alle kommt man hier auf die Veranda rauf und ist hier dann schon ein Stück weit über dem Wasser, was das Angelerlebnis, denke ich mal, ganz nett macht. So. Wichtig ist, denke ich mal, beim Angeln auch, dass man nicht gestört wird. Also sollten wir dann später das Ganze auch so auslegen, dass man vielleicht auf die Veranda nicht draufkommt als Mob oder als Creeper oder Zombie. Das schauen wir aber dann spontan. Jetzt erstmal ist das noch nicht so relevant. Jetzt haben wir hier vorne auch eine Veranda, die 3 groß ist. Und dann, denke ich, machen wir das so, so und so. Lassen hier mit Absicht 2 frei. Da komme ich gleich dazu. Dann gehen wir hier mal eine Runde tauchen. Schauen uns das an, wo wir hier unsere Stützen setzen wollen. Und dann, denke ich, wollen wir auf alle Fälle, können wir hier ein Stück nach vorne, einen haben. Ja, im Wasser schwimmend zu arbeiten, das ist echt doof. So, wollen wir hier einen davor und hier einen davor, den setze ich auch gleich. Ich muss mir das nur vorstellen können. So, hier unten darf ich nicht. Was ist da? Oh, und so, genau. Einmal Luft holen, dann untertauchen und diesen Block abbauen. Wo bin ich denn hier? Ich wollte hier drauf landen. So, rein ab. Unter Wasser dauert echt lang. Genau so, der stützt hier die Veranda. Da steht an Land stützen wir mit Stein, im Wasser mit Holz. Einfach so eine Geschmackssache, denke ich. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich entferne hier mal ein bisschen Sand, um vielleicht auch das Raufsteigen auf die Veranda für Zombies etc. zu unmöglich zu machen, also verhindern. So, und dann denke ich mal, könnten wir vorne eine Stütze gebrauchen und hier in der Mitte eine Stütze. Halt so. Zack, hier an Land sind wir an Stein und im Wasser sind wir erst Holz. Machen wir es hier noch schön. Klappt das? Klappt nicht. Ich habe einen Eimer Wasser dabei. Für alle Fälle. Sehr gut. Okay, das schaut jetzt schon mal ganz in Ordnung aus. Feintuning machen wir alles später. Ihr seht schon, ich habe hier unten habe ich zwei Treppen verkehrt rum gebaut. Das hat einfach den Grund, ich mache jetzt nämlich hier den Boden für oben
Und hier unten entsteht ein 1,5 hoher Raum. Den können wir später für irgendwelche geheimen Machenschaften für das geheime Fischereinetzwerk verwenden. Wir lassen uns was einfallen. Okay, dann werden wir den hier noch los. Und dann ist der große Teil für den Grundriss hier mal geschafft. Und dann machen wir uns an die Hütte. Die Hütte an sich wird eigentlich kein Hexenwerk. Ich habe jetzt hier die Stämpen 4 Fichtenholz, hier Fichtenstämme hochgemacht. Habe ein bisschen Gerüste gleich mal angebracht und werde mich jetzt ans Dach machen. Und für das Dach will ich eine Kombination aus Fichtenholztreppen und Eichenholztreppen machen, um so ein bisschen Varianz zu schaffen. Und mal schauen, wie das so funktioniert, wie das dann aussieht halt. Das hätte eigentlich gleich mal ein Fichtenholzstamm. Also das Ziel ist eigentlich, ich denke, die Technik kennen die meisten, dass wir den Rahmen außen, den machen wir aus dem dunklen Holz und alles innen drinnen machen wir aus einem helleren Holz. So. Und dann sitzt das ist völlig falsch, nee, völlig falsch gebaut. So. Hier sitzt nämlich der so und dann sitzt der hier so. Den müssen wir auch noch mitbauen hier. Gehen wir nochmal rauf. Dächer sind immer so ein bisschen eine Sache für sich. Dächer sind immer mal so eine Sache für sich. Der ist schon wieder falsch. Einfach leichter, wenn man drüber hinwegfliegen kann über das Ganze. Habe ich ja auch den falschen gesetzt. Also äußerer Rahmen. Wir bauen jetzt auch mal nur den äußeren Rahmen eigentlich, weil der Rest ist wieder den Rahmen bis auf die andere Seite hinüberführen. So der ganz klassische Haustrick. Und hier machen wir das so. Ich mag diese kleinen Überstände immer so. An diese Blöcke muss ich mich hier echt noch gewöhnen. So möchte ich das dann hier haben. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und dann hat natürlich zur Folge, dass wir den hier ganz rüberziehen. Ich glaube, den können wir auch im dunklen Holz bis an das andere Ende rüberziehen hier. So. Jetzt sind wir gleich. Und dann kommen hier dann die anderen Sachen hin. Au, hey, wirklich? Jetzt muss ich noch was essen. Ihr seht schon, auf die Idee mit der Fischhütte bin ich gekommen, als ich nach Nahrung gesucht habe und mich einfach mal ins Angeln gemacht habe. Und festgestellt hat, dass das Angeln eigentlich echt so eine Geschichte für sich ist, die man wirklich mal gut beleuchten kann und erklären. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, na gut, nur erklären. Weiß ich nicht, ob denen das gefällt. Deswegen machen wir so eine Doppelserie draus. Denen, das seid übrigens ihr. Deswegen machen wir so eine Doppelserie raus, wo ich ein bisschen baue. Und dann im zweiten Teil ein bisschen erkläre. Hell und dunkel. Hier ändern wir das Ganze da wahrscheinlich etwas ab, aber vielleicht nur in den mittleren Blöcken, dann schaut das Ganze so besser aus. So, geht ihr hier wirklich bis runter? Ja, wahrscheinlich. So, und hier wieder dagegen. Ja, das wird eine ganz schöne Hütte. Das wird eine ganz hübsche Hütte. Hier kommen wir wieder rauf. Also ich baue jetzt genau das Gleiche, was ich hier gemacht habe, hier nochmal hin und ziehe die Blöcke hier bis auf die andere Seite rüber und dann hole ich euch wieder dazu. Ich bin jetzt jedes Mal zum Schlafen ins Dorf gelaufen. Dann merkt man eigentlich mal, wie abgeschieden der Fischer hier seine Hütte wirklich hat. Man muss hier entweder über diesen blöden Hügel hier drüber oder hier rauf. Dann kommt man hier überhaupt noch nicht rein, weil das Tor noch nicht fertig ist. Oder man geht da hinten drüber. Also der Fischer wohnt echt abgeschieden. Deswegen habe ich jetzt hier mal gleich ein Bett reingebaut. Dann können wir hier besser bauen. Also das Dach ist jetzt soweit. Fertig ist es nicht richtig, weil aber das Dach ist jetzt mal da vorne. Der Teil ist mal gebaut, das passt. Was wir jetzt machen, ist ein bisschen Terraforming hier noch. Zack. Und zwar einfach nur... Ah, das ist schade. Ne, dann machen wir die hier weg. Dann verschwinden die hier irgendwie. Die auch. So, das verschwindet mal. Und dann kommt nämlich an diese Stelle hier und an diese Stelle hier ein Pfosten. Dann kommt hier mehr oben drauf. Zack, zack, zack. Hüpfen, klicken, nochmal, hüpfen, klicken. Und darauf setzen wir jetzt gleich noch ein Teil des Daches, müssen wir da weiter runter. Das testen wir jetzt gleich. Wir brauchen wieder Gerüstblöcke. Den bauen wir uns einfach mal hier nach oben. So. Und dann schließen wir hier an. Oben. So. Und wollen dann hier nach unten. Den machen wir wieder weg.
Ja, wir müssen da wahrscheinlich ein Stück weiter runter. Also den können wir uns sparen hier. So. Ja, hervorragend. Hier machen wir nämlich so ein kleines Vordach. Unter diesem Vordach können wir dann ein paar Kisten, also Fässer und so Zeug lagern, die dann hier so ein bisschen verschattet am Rand vom Haus untergebracht sind. Genau, da hat der Fischer so ein paar wichtige Goodies. Machen wir hier vielleicht noch so ein kleines Geländer rein. Oh, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Lassen wir hier mal. Okay, das passt soweit. Dach abgeschlossen. Jetzt machen wir uns dann an die Wände. Wir bauen jetzt die Wände. Für die Wände hatte ich mir überlegt, dass wir Falltüren hernehmen, Fichtenholz und Eichenholz. Eichenholz für die Fenster, Fichtenholz für die Wände. Und wichtig ist jetzt, ihr müsst die Falltüren hier am Boden platzieren. Und wenn ihr eine Falltür oben aufplatzieren müsst, könnt ihr nicht einfach rechtsklicken, sondern ihr müsst in die Knie gehen und rechtsklicken. Und dann könnt ihr die Falltüren platzieren. Also hier machen wir das Ganze mal so. Hier oben müssen wir noch eine Reihe anbringen. Dann haben wir das geschlossen. Wichtig ist es hier, wenn ihr das Ganze macht und auf Gerüstblöcken steht, habt ihr das Problem, dass ihr immer nach unten geht, weil wenn man auf Gerüstblöcken kriegt, dann geht man bekanntermaßen nach unten und das funktioniert ja nicht gescheit, das ist mir gerade passiert. Deswegen habe ich es jetzt noch einmal gezeigt, wo ich nicht auf Gerüstblöcken stehe. So, und hier hinten wollen wir auch nochmal eins mit Fenstern. Da müssen wir es auf Erde einfach hochbauen, würde ich empfehlen, weil mit Gerüstblöcken werdet ihr da nicht so glücklich werden. Ich euch gleich. So. Genau, gehen wir einfach noch ein bisschen höher. Wir müssen mal schauen, ich weiß nicht genau, wie viele Reihenfalten wir hier anbringen müssen. Ich gehe mal davon aus, noch eine. Gehen wir noch einen Block hoch. Und da höchstwahrscheinlich noch eine oben drauf. Damit es auch wirklich zu ist. Ja, sehr gut. Alles zu. Und dann einfach die Erde wieder wegbauen. So haben wir früher ja auch unsere Gerüste gebaut mit Erde. So. Und jetzt für die Seite hier habe ich mir gedacht, ich möchte hier rauskommen. Oh, falsche Seite. Und zwar möchte ich die Tür hier anbringen. Aber jetzt möchte ich weiß noch nicht, ob ich das später im Innenraum bereue. Das gilt es noch herauszufinden. Da können wir uns mal schnell eine Werkbank bauen. Eine Werkbank. Das könnte vielleicht sogar ganz cool ausschauen, wenn wir die Werkbank hier reinsetzen. Und jetzt setzen wir hier oben auf die... Genau, so. Dann haben wir nämlich von außen die Möglichkeit, hier noch Fässer und so Zeug zu platzieren. Also wir können näher ans Haus ran stapeln. Das fände ich, glaube ich, optisch schöner. Genau, das schauen wir uns dann an. Vielleicht müssen wir hier dann auch nochmal, das ändern wir dann einfach ab, wenn es soweit ist. Hier auch wieder ein bisschen Hilfsblöcke. So. Zack, zack, zack. Ja, die machen wir gleich weg. So, und die unteren zwei brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt alles schließen, ist die Wand hier auch zu. Hervorragend. Genau. Hier kommen wir dann so ein bisschen hinten raus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also seitlich, nicht hinten. Und nach vorne. Da hätte ich eigentlich gerne... Das können wir hier machen. Machen wir es so. Nee, machen wir es so. Hier von innen ran und machen so und so. So machen wir das. Und dann gehen wir hier und schließen die Wand wie die andere Seite auch. Okay, alles klar. Das schaut soweit eigentlich ganz gut aus. Die da oben nervt mich, aber ich bin nicht hochgekommen. Ich habe mich gerade ein bisschen Parcours geübt, ein paar Herzen verloren, mich wieder geheilt, aufgegeben. So läuft das hier. Kommen wir zum nächsten Schritt. Und da fällt mir auf, brauchen wir noch ein paar Baumaterialien. Die holen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal hier nochmal diese Pfosten, die ich euch ja am Anfang schon mal angekündigt hatte. Da habe ich ja schon die hier vorne gebaut. Und das werden natürlich jetzt die tragenden Stützen für den Steg, der hier rausgeht. Und da brauchen wir jetzt noch ein paar Zauntüren. Die Zauntüren haben wir gemacht und dann wollen wir hier mal unter Wasser wieder. Wir zählen jetzt von diesem Ding hier 1, 2, 3 ab. Und an die vierte Stelle bauen wir dann den nächsten Pfosten. Ja, und am besten sinnvoll und nicht so wie ich. Was wird denn das hier? Pfosten, du darfst sogar noch eins höher werden. Wo, im Wasser. Ja, yes, perfekt. Und dann natürlich gegenüber brauchen wir das gleiche Spiel hier auch. 1, 2, 3, dann hier.
Hier. Schaffen wir das noch, bevor wir hier absaufen? Ja, wir schaffen das. Schaffen wir nicht. Wirklich nicht. Dauert echt ewig. Und jetzt nochmal. Wir dürfen es einfach nicht verbauen. Sehr gut. So. Ja, perfekt. Okay, und dann bauen wir hier die Zwischenräume. Das über dem Wasser bauen wir zwei Zauntüren rein. Also das eins über dem Wasser hier, das ist hier, hier. Und ich wollte eigentlich noch eins weiter raus, das machen wir auch. Also noch einmal drei abzählen. Eins, zwei, drei. Immer muss ich diese Dinger hier wegmachen. Ich finde die so schön. Muss ich dann wieder neue pflanzen. Und jetzt kommt der Trick, den wahrscheinlich einige von euch schon auf anderen Kanälen gesehen haben. Den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Hätte ich gerne, habe ich nicht. Oh, was ist denn das? Ja. Und zwar bauen wir jetzt hier Lagerfeuer. Und hier unten, da brauchen wir nochmal, wenn wir die hier dran sitzen. Ja, perfekt. So, dann kommen wir nämlich hier runter und können uns gleich mal verbrennen. Autsch. Dafür haben wir aber einen Eimer Wasser dabei. Und können wunderbar das Feuer hier löschen. Oh Gott, das wird jetzt hier ein ganz schönes Attentat. Naja. Alternativ kann ich natürlich hier mit Gerüstblöcken oder irgendwelchen Blöcken seitlich daher spazieren, dann fackel ich mich nicht die ganze Zeit ab. Sollte ich wahrscheinlich auch tun. Schnappen wir uns hier ein bisschen Erde. Einfach nur, damit wir länger leben. Ja, wichtig ist bei der Methode, die ich jetzt, bei dem, was ich hier baue, ich könnte natürlich jetzt auch einfach die Lagerfeuer seitlich platzieren, aber wenn ich die Lagerfeuer seitlich platziere, dann habe ich den Nachteil, dass die Querstreben in dem Holz, dass die in die falsche Richtung gehen. Also jetzt gehen sie hier parallel zu dem Holz und wenn ich es anders, also von hier platzieren würde, dann würden die hier quasi diagonal verlaufen, längs verlaufen und nicht quer. Wir wollen sie quer und nicht längs. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, dann versuche ich das nochmal ausführlich in den Kommentaren zu erläutern, falls es jemand nicht verstanden hat. Entschuldige schon mal jetzt dafür. So, wir löschen mal wieder eine Runde, sonst kann ich von lauter Qualm nichts sehen. Genau, ihr seht schon, das gibt jetzt einen wunderbaren Steg. Ich wünschte, ich hätte das als allererster entdeckt. Ich finde das total cool. Ist ein bisschen aufwendig und auch ressourcenintensiv, weil ein Lagerfeuer ist ja recht teuer. Ein Lagerfeuer mache ich im Übrigen, indem ich drei Holzstämme anbringe unten auf der Werkbank und dann eine Kohle in die Mitte und dann quasi wie so ein Zeltdach bringe ich dann Holzstäbe an. Und das ist schon nicht ganz, also drei Holz braucht hier eine Kohle, das ist schon recht teuer, behaupte ich mal. So, aber es lohnt sich, denn der Steg schaut mega cool aus und ist, denke ich mal, auch das Schmuckstück hier von diesem kleinen, aber feinen. Soll ich noch höher gehen? Ich glaube fast nicht. Hier nicht. Von diesem kleinen, aber feinen Fischerhäuschen. Denn weil hier auf diese Teile kommen jetzt Laternen oben drauf. So. So. So, und hier dürfen die ruhig ein bisschen höher sein. Weil hier sind wir auch höher, auf einem höheren Niveau. Dann laufen wir hier runter und den Steg entlang. Das schaut auch super cool aus. Und hier ist natürlich der perfekte Angelspot. Freier Himmel und ein tiefes Wasser. Ich glaube, es ist einfach weg zum Angeln. Ich freue mich nachher schon auf meine Angelsession mit euch. Ich bin jetzt in der Hütte drinnen und wir nehmen hier ein paar kleine Änderungen vor. Und zwar tauschen wir diese zwei hier gegen Eichenholzfalltüren aus. Weil ich finde, dann ist die Front hier ein bisschen einheitlicher. Und die Idee ist, dass der Fischer sein Haus hier offen hat zum Meer hin. Weil er das Meer so sehr schätzt. Und jetzt, das hätten wir auch erst lassen können, schade, machen wir das hier von innen. Das heißt, wir können hier die äußeren und auch nur das eine äußere hier wegmachen, weil ich nämlich hier außen Folgendes anbringen möchte, und zwar so vielleicht. Mal schauen, ob das schon zu viel ist. Ne, ich glaube, das glaube ich ganz gut. So, und die Laterne. Schauen wir mal, die zu weit draußen hängt. Muss ich mir von weiter weg anschauen. Ne, finde ich eigentlich ganz gut. Also ich möchte die Laterne hier so vorne raushängen.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wir könnten auch noch eins höher gehen. Dann hängt sie nicht so direkt auf unsere Birne. Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das ein bisschen höher machen. So, da muss ich hier die hier rauslöschen. Aber man kann auch hier alle rauslöschen. Ja, was wir auch machen könnten, ist, wenn wir nochmal hier so ein kleines Vordach anbringen. Schauen wir mal, wie das ist hier von innen. Ah, da können wir keine platzieren. Also können wir nur so ein Mini-Vordach. Können wir aber hier halt. Können wir aber hier auch machen. Ihr seht schon wieder, ich spinne schon wieder ein bisschen rum und schaue, wie es ausschaut. So ein Mini-Vorder. Braucht es nicht, finde ich übertrieben. Weg damit. Oh, falsche. Falsches Werkzeug. So, hervorragend. Und das wollten wir jetzt eins höher sitzen, also direkt hier unter das Dach. So. So, und die Laterne dran. Wunderbar. Okay. Das finde ich jetzt schon ein bisschen besser, wenn es ein bisschen höher hängt. Habe ich das jetzt höher hingehängt? Nicht wirklich, oder? Glaube ich. Mann, ich hab's gar nicht höher hingehängt. Roko, was tust du? So, jetzt aber. Perfekt. So. Okay. Das wäre geschafft. Und die Fischerhütte wird jetzt noch dekoriert. Das mache ich wieder wie immer ohne euch und zeige euch dann die kleinen Veränderungen, die ich alle gemacht habe, und erkläre euch das nochmal, falls irgendwas unklar sein sollte. Okay, es ist Zeit für eine kleine Führung durch unser Fischerhütchen. Wir haben hier hinten einen kleinen Bereich, in dem es einen Platz gibt, wo Fische drin sind. Die Fische brauchen wahrscheinlich alle noch ein Namensschild, sonst verschwinden sie. Insofern werden wir die wahrscheinlich verlieren. Ich habe hier hinten an der Mauer ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Varianz reingebracht, ein bisschen Grünzeug hingehängt. Und genau, hier können wir unseren Fisch braten. Ich habe aber drinnen nochmal einen Räucherofen angebracht. Hier sammelt sich die ganzen Kisten, Klump und Zeug an, wo der Fischer dann seine Fische reinpackt, um sie dann ins Dorf zu bringen, etc. Hier steht eine Kiste bereit zur Befüllung. Dann hier drinnen ist ein Bettchen, hier oben eine große Stauraumfläche auf einem quergespannten Regalbrett. Hier ist unser Räucherofen schon gefüllt mit Kohle, damit wir nachher auch unseren Fisch braten können. Unser einfaches Bettchen ist da drinnen, Werkbank, wie vorher schon platziert. Und dann können wir hier auf unseren Steg hinaus spazieren und angeln. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man in Minecraft am besten angelt. Damit würde ich sagen, vergesst es nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr neu seid, abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viert's euch!